was keiner würde wahrscheinlich, der im Kino sitzt, drauf kommen. Hey Leute und willkommen zu meinem allerersten Reaction-Video. Ich sehe auf Instagram und auf YouTube immer so viele Clips, in denen es um Behind-the-Scenes, um Kameratricks und Fails und um Memes in der Filmproduktion geht. All diese Sachen will ich heute zusammen mit euch anschauen. Ich freue mich auch schon auf eure Kommentare, ob ihr irgendwelche zusätzlichen Tricks in den Videos erkennt, ob ich was übersehe. Fast genauso freue ich mich auch schon auf meinen Schreibtischstuhl, der jetzt dann hoffentlich bald mal ankommt. Alles andere ist schon hier abgeschlossen. Jetzt schauen wir aber erstmal, welche Clips wir so finden. Aaron hat mir ein paar Clips zugeschickt und die schauen wir jetzt einfach mal an. Und da wird einfach mal wer von einem Auto hinterhergezogen und der Boden schaut nicht gerade eben aus, also da muss Schmerz dabei sein. Und das ist safe ein Stuntman. Der Kameramann ist nicht zufrieden und der Director wundert sich, warum er rumschreit. Es gehört also nicht zum Film, es muss wirklich Schmerz sein. Er muss vor Schmerz schreien und der Director will nochmal 3 Takes mehr. Gibt Gesichter, die glücklicher ausschauen als das vom Stuntman. As he left the frame. Director ist einfach nicht zufrieden. Also ich glaube, direkt jetzt beim ersten Video muss ich sicherheitshalber mal einblenden, bitte nicht nachmachen. Und das ist das erste Video, was wir sehen. Bei dem Clip wird anscheinend ein Kameramann mit einem Kran hochgezogen. Kann man auch machen, wenn die Drohne kaputt ist. Weiß nicht, ob das jetzt die kostengünstigste Alternative war. Aber mal ohne Spaß. Der Clip wurde jetzt hochgeladen Mai 2019 und wurde wahrscheinlich schon einige Zeit davor gedreht. Aber wenn der jetzt in den letzten 1-2 Jahren war, da gibt es ja schon genug Drohnentechnik, die es ermöglicht, dieses komplette Kamerasetup an eine Drohne zu packen. Und das ist jetzt ein verdammt cooler Trick. Den habe ich mittlerweile schon öfters gesehen, auch schon in Musikvideos, in deutschen Musikvideos. Einfach diese Lichter, diese LED-Röhren, die nennen sich, also die bekanntesten sind, so die Astera LED-Tubes. Die kann man auch nicht gerade, sondern einfach links und rechts übers Auto hängen und dann einfach durchlaufen lassen und dann schaut es aus, als würde man durch einen Tunnel fahren. Und ja, richtig cool, was man mit solchen LED-Tubes einfach bewirken kann. And action. Oh, sehr cool. Ich glaube, das macht Spaß, so eine Kamera an einem Buggy befestigen und dann dadurch richtig coole Kamerafahrten hinbekommen. Und das Endergebnis kann sich auch wirklich sehen lassen. Schaut euch mal das Color Grading an im Vergleich zu dem normalen Video. Und die 2 Lichter im Hintergrund, die machen so viel aus als Gegenlicht. Ohne die wäre das Video so viel schlechter. Allein nicht nur, weil sie einen coolen Hintergrundeffekt erzeugen, so als Lichter, sondern weil sie auch echt noch cool beleuchten, so wie es ausschaut. Coole Sache, kann ich an meinen kleinen Buggy wahrscheinlich nicht dran machen, so eine Kamera. Boah, okay. Also da muss man bestimmt richtig coole Shots oder Videos hinbekommen. In diesem Fall definitiv eher Fotos, weil ohne Stabilisierung wird das sehr wackelig und er guckt ja durch den Sucher, dass die Chance noch höher für Fotos. Das war in Stuttgart auch noch. Auf so einer Rennstrecke, okay, da kann man die Kurven abschätzen, aber auf einer richtigen Straße erst recht nicht. Also und er ist einfach gar nicht gesichert, so wie es ausschaut. Aber mich würden die Shots interessieren, die dabei jetzt rauskommen, aber sieht man leider nicht. Wenn ihr da was habt, meldet euch auf jeden Fall. Ich finde da jetzt gar nichts. Auch hier wieder, bitte nicht nachmachen. Genau so muss man Drohnen einsetzen, genau so. Nicht einen Helikopter oder einen Kameramann an einem Kran befestigen. Einfach eine Drohne und wenn es zu kompliziert wird, kommt halt noch ein Mensch und hält die Drohne und benutzt das Gimbal, was da dran hängt, einfach ganz normal als Gimbal. Mit einem Heli wäre das Ganze jetzt wahrscheinlich ein bisschen komplizierter geworden. Dementsprechend Daumen hoch, wenn auch ihr denkt, dass die Drohnen die Zukunft sind. Und hier ist es einfach schon wieder ein Heli, der sich wahrscheinlich auch noch richtig schwer tut, um diese engen Kurven zu fahren. Die Kamera muss nochmal extra gesteuert werden. Gut ist bei einer Drohne auch so. Da gibt es einen Drone Operator, einen Kamera Operator. Aber hier ist das Ganze aufwendiger, teurer, gefährlicher und umweltschädlicher. Ja, also hier auch lieber auf die Drohne zurückgreifen. Okay, ich glaube, das sind Takes, die will man nicht oft wiederholen, weil es verdammt aufwendig sein muss, jedes Mal alles aufzuräumen. Also es gehört echt viel dazu. Aber das, finde ich, ist mal ein Clip, der cool ausschaut und bei dem der Aufwand auch gerechtfertigt ist. Es gibt so viele Clips, wo einfach so viel Aufwand dahinter steckt, den man gar nicht merkt. Aber da sieht man, okay, da gehört was dazu. Was hat denn der Typ da hinten links gerade gemacht? Wahrscheinlich den Objektivdeckel gesucht. Das kenne ich zu gut.
Aber sonst auf jeden Fall cooler Dolly, an dem die Kamera da befestigt ist. Mir fällt da gar nichts so Spezielles auf. Ist ein cooler Clip. Die Leine wird da von zwei Leuten gehalten. Die müssen natürlich wegrennen, damit man die nicht mehr sieht, wenn die Kamera weiter nach hinten geht. Aber sonst, der Typ da hinten irritiert mich wirklich. Also ich kann nicht beschreiben, was der da macht. Das ist auch wieder sowas, da steckt riesen Aufwand dahinter, aber dann kommt halt auch sowas Cooles raus. Und da fragt man sich auch, wenn man es anschaut, wie haben die das gemacht? Und keiner würde wahrscheinlich, der im Kino sitzt, drauf kommen, okay, die haben jetzt vier Wände zusammengebaut, lauter Möbel festgeklebt. Die Möbel müssen ja richtig festgeklebt drauf sein. Und das dann so befestigt, dass man es komplett drehen kann. Nee. Und die Kamera, die muss sich ja auch entsprechend immer mitdrehen. Das ist schon krass gemacht. Da sieht man das, was dahinter steckt. Oh, jetzt sieht man auch die Kamera. Ja, die ist definitiv an was befestigt, dass ich auch 360 Grad drehen kann. Steckt was dahinter. Das ist was, das könnte jeder von uns machen. Einfach einen Greenscreen bestellen, Beleuchtung gut anpassen und fertig. Dazu habe ich übrigens auch ein Video gemacht, wie man transparente GIFs erstellt, zum Beispiel für Instagram Stories. Ist hier oben in der Infocard verlinkt, weil da geht es auch darum, wie man den Greenscreen dann wegschneidet und man sich überall praktisch einfügen kann, so wie er. Zum Glück habe ich gerade gegessen. Also wenn man ein bisschen Hunger hat und dann diesen Clip sieht, ich glaube, da zögert man nicht lang. Mir tut das Kamerateam auch leid, dass die ganze Zeit die Pizza anschauen musste, aber einfach nicht essen darf. Wobei man bedenken muss, bei jedem Take muss eine neue Pizza her. Irgendwer isst die Pizza dann schon. Krasses Objektiv übrigens auch. Gibt es ja mittlerweile eine gute Alternative, falls ihr die schon gesehen habt. So ein langes, dünnes Objektiv. Das ist ein Kamerakran. Was? Und der Bus fährt auch noch. Also da muss das Timing ja mal richtig passen. Wenn das Ganze nur einen halben Meter falsch läuft, dann landet die Kamera bzw. die Technik im Bus und ciao. Krass. Okay. Ich finde das gerade echt nicht lustig. Ich finde das einfach nur dumm. Wirklich, ich finde es nicht mal witzig. Es ist windig wie nochmal was und er hält den schwarzen Screen einfach vor sich. Damit er einfach nicht laufen kann. Witzig. Ja, klar, weil die Pizza vorher nicht schon genug war. Wow, da kann man ja mal einen richtig coolen Übergang machen, wenn das Ganze genau durch so einen dunkleren Punkt durchgeht in der Kamera. Und das Patty wird auch nicht mit der Hand hochgeflippt, sondern wirklich mit einer Maschine, die das Ganze sehr schnell macht. Aber jemand hält seine Hand hin, dass es wenigstens so ausschaut. Gut. Das war auch schon unser letzter Clip. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, freue ich mich auf ein Abo, auf einen Daumen nach oben und dann freue ich mich, wenn du bei den nächsten Videos wieder dabei bist. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.